Das hier, das ist ein Wecker. Es ist nicht irgendein Wecker, sondern es ist die Rettung für alle Morgenmuffel. Wenn ihr zu denen gehört, die nach dem Aufstehen einfach nie wach und fit werden, dann müsst ihr euch mal genauer Gedanken machen über den Zeitpunkt, den ihr euch wecken lassen. So wie es der Wecker hier macht. Der weckt nämlich nicht zu einer fix definierten Zeit, sondern in einem Zeitfenster von etwa einer halben Stunde. Und genau das macht unserem Körper den Starttag einfacher. Morgen früh bei Mia und Thomas. Um 6.18 Uhr ein sanftes Weckgeräusch. Doch nur Thomas wacht auf. Der Wecker läutet bei mir meistens, wenn ich beginne, mich zu bewegen. Es fällt mir ein bisschen leichter aufzustehen, da er mich zu einer Zeit weckt, wo ich eigentlich schon fast munter bin und mich so nicht direkt aus dem Tiefschlaf holt. Dadurch, dass sich jeder seinen eigenen Weckton aussuchen kann, fällt es irgendwie leicht, im Unterbewusstsein den des anderen zu ignorieren und man stört sich so nicht gegenseitig. Dies ist möglich, da der Hightech-Wecker für beide die optimale Weckphase innerhalb des eingestellten 30-Minuten-Fensters ermittelt. Auch Mias Weckton geht erst dann los, wenn sie sich in einer leichten Schlafphase befindet. Ich bin ein Morgenmuffel und mir hat das wirklich geholfen. Also ich wach munter auf und ich gehe dann wirklich gern aus dem Bett. Das war früher nicht so. Ein Spezialwecker für Morgenmuffel. Das interessiert auch Professor Bernd Saletu, den Schlafforscher am renommierten Allgemeinen Krankenhaus in Wien. Einstein lässt von ihm den Schlafphasenwecker testen. Eine Probandin wird fürs Schlaflabor der Uniklinik verkabelt. Wir versuchen herauszufinden, ob der Schlafphasenwecker tatsächlich ein besseres Aufwachen ermöglicht. Wir müssen zuerst in der Nacht alle Parameter messen und das sind elektrophysiologische Hirnvariable und das sind also Atemvariable, Muskelnvariable. Natürlich zeichnen wir Bewegungen auf, wie auch der Schlafphasenwecker. Darauf beruht ja das Prinzip. Der Sensor des Weckers kommt in ein Armband. Bei jeder Bewegung sendet er einen Impuls an den Wecker. Dieser berechnet anhand der Daten die verschiedenen Schlafphasen. Geweckt wird die Probandin einmal normal und einmal mit dem Phasenwecker. Die beiden sind überzeugt, dass der Wecker den Labortest besteht. Axel Ferro und Boris Eis, zwei Jungunternehmer in Wien. Seit 10 Jahren tüfteln sie schon an der Weckeridee. Ich bin oft mal in der Früh gut und manchmal schlecht aufgewacht und wusste eigentlich nicht, womit das zu tun hat. Es war auf jeden Fall unabhängig davon, wie lange ich geschlafen habe. Und das hat mir keine Ruhe gegeben und ich habe dann mit Schlafforschern gesprochen und mich in die Literatur eingelesen. Und letztendlich hat sich herausgestellt, dass es eben von der Schlafphase abhängt, aus der man geweckt wird, wie gut oder wie schlecht man sich in der Früh fühlt. Von der Idee über die ersten Prototypen bis zum fertigen Lifestyle-Produkt war es ein langer Weg. Das erste Labormuster, das wir hatten, war eben ein Garagentoröffner mit einer eingebauten Bewegungssensorik, wo dann das Signal direkt an den Empfänger gesendet wurde und der war mit dem Computer verbunden und der Computer hat dann die Daten weiterverarbeitet und zum optimalen Zeitpunkt geweckt. Die Probandin im Schlaflabor weiß nicht, ob sie mit dem Schlafphasenwecker oder ganz normal geweckt wird. Im Kontrollraum verfolgt der Professor die Aufzeichnungen. Eine halbe Stunde nach dem Wecken durchläuft die Probandin eine genau festgelegte Testprozedur. Noch einmal wird sie mit Elektroden verkabelt. Die Assistentin erstellt ein Elektroenzephalogramm. Dabei werden die Hirnströme an dutzenden Stellen gemessen und aufgezeichnet. Dann werden Reaktionszeit und Konzentrationsfähigkeit gemessen. Subjektive Größen wie Stimmung und Wohlbefinden werden notiert. Das Resultat ist erstaunlich. Tatsächlich kann ich sehen, dass also in der Schlafphasenweckernacht die subjektive Müdigkeit am Morgen geringer war als nach einer Normalweckernacht. Das kann ich auch nachweisen mittels des EEG-Mappings. Das heißt, auch die Karten der Hirnströme zeigen einen messbaren Unterschied zwischen den beiden Testnächten. Das Hirn ist aktiver nach dem optimalen Wecken als nach der Vergleichsnacht mit normalem Wecker. Unser Zielpublikum sind all jene, die Probleme haben, in der Früh
mit dem Aufstehen, die eben nicht rauskommen. Letztendlich ist es ein Produkt für jeden, für jedermann, weil jeder die Situation kennt oder das Empfinden, wie man sich fühlt oder wie gut man sich fühlt, wenn man mal von selber aufwacht. Aufstehen und schlafen gehen werden mit dem Schlafphasenwecker zum Ritual. Mia und Thomas ziehen ihre Sensorbänder an, wählen die unterschiedlichen Weckzeiten und lassen sich von einem der fünf Einschlafgeräusche sanft in den Schlaf begleiten.